damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und wir holen uns jetzt alle notwendigen Teilchen. Ich weiß nicht, hatten wir hier sonst... Weißt du was? Genau. Wir machen das jetzt so, wir holen uns einfach alle Teile hier ran. Sehr schön. So. Ja, das sieht schon gut aus, aber... Davon jede Menge. Davon noch mehr. Ich denke, es müsste eigentlich reichen, ne? Wobei, warte mal. Es mal aus, das müsste es ja eigentlich passen. Es ist am einfachsten, das einfach hiervon alles schweißen zu lassen, weil das Ding halt viel schneller ist als alles andere. Wir sehen es, ne? Das ist, liegt halt allein schon an diesen vielen, vielen Bildern, die wir hier haben. Das, ja. Lohnt sich halt einfach. Ja, so schnell könnte man das nie im Leben sonst machen. Da kommt man aber schon eine grüne Verbindung zur Oberfläche. Oh, 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 ich wollte gerade sagen, da kommt der Felsen. Aber das reicht schon. Alle Systeme sind wieder miteinander verbunden. Und somit kann die Basis hier auch alles Mögliche reparieren. Und ich bin safe. Geht ganz schön ab, ne? Na, da müsste noch was drin, ne? Tja, schade um das Schiff. Ja, das muss man jetzt halt leider auseinandernehmen. Und zum Glück macht er das auch, ne? Das sind halt nur noch Einzelteile, deshalb. So, und wir werden jetzt aber hier erstmal schwere Panzerung anbringen. Denn das fehlt auf jeden Fall. Ja, irgendwie müssen wir hier wieder reinkommen, ne? Signal aus und ich muss mir jetzt ein bisschen leiser machen, weil für mich ist das gerade super laut hier. Ist ja schön, dass die so geschäftig sind, aber das ist nicht förderlich für die Lautstärke. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier irgendwie nach unten kommen.
wir bauen jetzt hier einfach erstmal so einen Kasten drumrum, ne? Na, das hier ist eigentlich die wichtigste Stelle von allen. Hier nämlich. Nein, verdammt! Na, Gott sei Dank. Genau so und dann. Das ist vielleicht die falsche Methode, hier ranzugehen. Gerade überlegt. Also so für bis zu einem gewissen Punkt okay. Das ist drüber, okay. Auch eins tiefer gehen. Oder? Na, eigentlich schon. Warum habe ich schon wieder ein volles Inventar? Was habe ich denn hier dabei? So. Nehmen wir das hier weg. Ja, aber dann kann ich es halt lieber nach unten packen. Ist aber genug Luft, ne? Ja. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir das hier noch weg. Fertig ist. Ich muss ja oben noch die Rampe bauen. Ja, da soll nach wie vor ein Tor hin und alles, denn ich möchte da ja auch rein und raus. Und das passt uns nicht so ganz. Okay, sehr schön. Jetzt hat er fleißig zu tun, ne? Ja. Da bauen wir den Bilder hin, würde ich sagen. Noch die Stahlplatten, ne? Mhm. Warte. Greif mal kurz hier oben drauf zu. So, warte. Stahl. Achso. Ich habe mir jetzt genug dabei. Sehr schön. Also hier könnten wir eigentlich auch einen hinpacken. Aber ich mache das lieber hier. Irgendwie.
ist, glaube ich, hier besser. Schon wieder zu weit weg, ne? Na, warte mal. Also kurz den, das hier weg. Na, ich brauche gleich zweimal. Na, ein paar mehr kann ich schaden nicht. Uah, ich muss ja noch schwere Panzerung dahin bringen. Achso. Kleines Stahlrohr. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich haben wir alles da. So, dann den Flugmodus. Anderen helfen. Und dann wieder Panzerung. Wie sollte es auch anders sein? Tja, das ist so das Einzige, was wir machen können, ne? Da hinten hin halt irgendwie den Großteil zu panzern, damit das alles nicht nochmal passiert, beziehungsweise wir vielleicht ein bisschen besser geschützt sind einfach. Wobei die schwere Panzerung auch nicht so wirklich viel bringen wird. Wir hatten ja vorne auch schwere Panzerung und das ist einfach mit pulverisiert worden, ne? Das ist halt so. Ach ja. Das kann man so lassen, glaube ich. Vorsichtig, genau. Nee, das hier nicht. Ach, wir sind schon Reichweite des anderen. Sehr schön. Das freut mich doch. Nein, nicht das. Das ist ja ätzend. Ja, das ist fast die ganze Strecke geschützt. Also hier haben wir auch das Reparatursystem. Dann werde ich praktisch aber nur noch bis hier hingehen. Und die restliche Rohrleitung lasse ich dann offen. Ja, mehr muss da nicht sein. Also finde ich jetzt persönlich, ne? Das kann ja wieder jeder anders sehen. So runter. Ja, dass man nochmal so einen zusätzlichen Heiterungspunkt hat. Klar mit. Machen wir hier einen noch hin. Genau. Klar, also schön ist definitiv anders, aber in dem Fall gilt einfach nur sicher. Sicher macht hübsch, kann man fast sagen, ne? Und ich möchte jetzt nicht noch mehr hier von dieser schiefen Konstruktion. Das passt soweit, denke ich.
gehe jetzt eh hier nach oben und werde das einmal komplett dicht machen. Von daher passt das schon. Nee, das mache ich lieber so nicht. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Das fühlt sich nach... da geht bald was kaputt an, ne? Mhm. Aber das passt auch. Ja, immerhin gehen wir da ja auch runter und alles an. Genau, vorsichtig. Nein, das sollte nicht sein. Naja, der baut das ja gleich wieder ab, zum Glück. So, da gehen dann unsere ganzen Stahlplatten für drauf. Für das Thema Sicherheit. Ja. Na gut. Bevor das nochmal so passiert, ne? Ich hatte schon gewundert, so, schwebt da irgendwas in der Luft, irgendwelche Dinge, aber es sind nur die Schatten, die sich bewegen hier von der Windmühle. Ja, man wird manchmal ein bisschen paranoid, ne? Ja. Ja, wobei eigentlich nichts, ist egal, komm. Haben die uns halt angegriffen, ja, und komm, was soll's. Reicht das denn schon? Ja, doch, das reicht. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Haha, sagt er hier, nachdem er alles wie so ein Betonsarg, ja, so ein Sarkophag, Tschernobyl-like hier gemacht hat. Ich habe solche Bedenken, dass das hält. Also in der Form, ob das dann ausreichend ist, aber wir sehen es ja dann. Achso, hier die Leitung, ja genau. Können wir das eigentlich wegnehmen? Genau, und sieht nicht ganz so schrecklich aus. Ja, wobei. Eigentlich schon. So, und jetzt, wenn wir es dann gleich fertig haben, so wie eigentlich bei den meisten Sachen, die wir machen, kommen die dann wieder an. Genau. Also ich freue mich dann jetzt schon drauf. Ja, das sehe ich auch. Ja, vielleicht nicht verkehrt, wenn man das ein bisschen weiter noch reingeht. Mhm. Ja, mach doch eigentlich einen soliden Eindruck hier. Bitte.
Ja, nur so ein bisschen halt, ne? Genau. Jetzt holen wir uns erstmal noch Energie. Wir müssen hier dann eh mal so ein bisschen weiter weg. Wir haben eh jetzt auch nichts mehr dabei, großartig dafür. Tja. Hat irgendwas, ne? Ja, also irgendwas hat es. Ich weiß noch nicht genau was. Aber zumindest die wichtigste Konstruktion da unten, die ist geschützt. Wir werden hier auch noch überall auf dieser ganzen Leitung diese Lasergeschütztürme verteilen, dass die halt einfach auf alles ballern, was sich dann da nähert, ne? Dass halt wirklich das safe ist. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Tja, und was ist denn das da hinten? Soll das ein Mond sein oder so? Ja, ich glaube, ne? Na, zum Glück ist momentan nichts zu sehen. Okay, sehr schön. Nun gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.